Einen wunderschönen guten Tag, hallo, ich grüße euch alle herzlich wieder zur nächsten Folge von Sweat JD Command World War 2 in Europe. Erkältung ist so ziemlich fast vorbei. Falls ich doch noch etwas nasal sprechen sollte oder sowas, aber ich sollte zumindest nicht irgendwelche unschönen Geräusche machen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Herrlich. So, dann schauen wir mal rein, wie die Strategie-Ecke weiter agiert hat. Für uns läuft es ja zumindest im Mittleren Osten ganz gut, nenne ich es jetzt mal. Russland ist noch so eine Sache. Unsere Truppen müssten mal langsam auch vom Amerikaner noch zusätzlich hier im Mittleren Osten ankommen, damit wir Libyen auf jeden Fall mal überrennen können. Und danach Italien bedrohen könnten. Also irgendwie habe ich ein bisschen darüber nachgedacht noch weiter. Was wir so beim letzten Mal drüber... Ah, der muss auf jeden Fall... Dass der das Dorf jetzt da bekommt, das ärgert mich ein bisschen. Oh, jetzt habe ich eine Truppe verloren, glaube ich. Ich habe jetzt gerade ein bisschen mehr gequatscht, anstelle aufzupassen. Okay. Das ist nicht schlimm. Okay, das ist doch schlimm. Das ist ein Problem. Okay, der Panzer muss da weg. Okay, da habe ich jetzt noch eine Truppe verloren. Also da... Hier muss ich noch einen Flieger runterbekommen. Okay, Stalingrad, das ist jetzt gerade nicht mehr so ganz so witzig. Okay. Ich glaube, wir sollten uns doch jetzt dahinter den Fluss setzen. Das hatten wir uns ja noch überlegt gehabt, aber da führt kein Weg dran vorbei. Dafür ist er einfach zu stark. Alter, der kann dreimal schießen? Okay. Nicht gut. Der Panzer hat ihn gewonshottet. Warum fliegen meine... meine Flieger fliegen nicht, weil die im Sturm sind. Okay, ich würde sagen, das hier machen wir jetzt frei. Das packen wir nicht. Okay, läuft nicht so schön, wie ich das beim letzten Mal in Erinnerung hatte. Minsk wurde ein Quarter... Okay, ja, ist okay. Nach der Evakuierung von polnischen Soldaten aus der UdSSR im letzten Jahr hat General Vladschaf, keine Ahnung, anders... alles daran gesetzt, die Soldaten wieder zu alter Stärke und Militäreffizienz zu bringen, um sie so einer wirkungsvollen Kampftruppe zu formen. Da die Ausbildung dieser Männer im Irak demnächst abgeschlossen sein wird, sind sie bereit, in eine neue Kampfformation zu überführen. Falls sie einverstanden sind, werden wir diesen polnischen Truppen in Nahost das zweite polnische Korps bilden. Diese Truppe wird dann nach Kuwait aufgestellt. Mhm. Mit einer Stärke von 8, einer Erfahrung von 0,5 und allen Upgrades. Die Kosten für diese betragen... Die Polnische, die aus... Ja, mach mal. Ist okay. Ist eigentlich Quatsch hier hinten noch, aber... Da können wir eigentlich hier von der anderen Seite mit agieren. Ja, da hat er jetzt halt... die Truppe wieder verloren, weil die einfach verhungert ist, blöd gesagt. Ja, hier kümmern wir uns jetzt mal drum. Mach mal weg. Palästinensische Garnison. Geh du mal nach da.
Du kannst jetzt mal dich komplett wieder nach Russland zurückziehen. Dich brauche ich hier nicht mehr. Jetzt überlege ich, was ich mit dir mache, ne? Du kriegst einfach nochmal einen Lebenspunkt. Jetzt ziehen wir mal zwei eventuell ab. Hm, 1-1 sollte eigentlich nicht passieren. Okay. Den Jagdflieger. Das ist wieder dasselbe Spiel wie letztes Mal. Den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr hier, ne? Gut, du bist eigentlich relativ klar, was mit dir passiert. Trick 17. So. Jagdflieger, Bomber. Ach, das ist die Ortschaft, die ich erobert habe. Die bringt mir Nachschub, ne? Mach mal so. Ja, funktioniert nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Bleib mal da stehen. Reinforce mal. Wir müssen einfach die Truppen mal daran bringen. So. Ein Chor ist jetzt nicht so wichtig. Ach, warte, du bist ein englisches Chor. Okay. Ah, scheint relativ safe zu sein. Du gehst jetzt mal nach hier. Schritt nach vorne. Okay. Also, wir starten Evakuierung Thessaloniki. Du Schritt nach vorne. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, wenn ich hier reingehe, kann ich jetzt nicht fahren, ne? Ja. Er hält am längsten durch ohne was. Andererseits sind die nicht so wertvoll, in Anführungszeichen, ne? Jedoch, obwohl, wenn die von hinten angegriffen werden, sind die im Arsch. Also wenn hier jemand reingeht, ist der hier definitiv im Arsch. Wenn hier jemand reingeht, ist der definitiv im Arsch. Aber er hier ist nicht so wertvoll wie der hier. Das Problem ist, hier komme ich nicht mehr weiter voran. Ich muss die zurückziehen, aber ich weiß jetzt gerade nicht wie. Ich weiß gerade nicht wie. Wenn ich ihn hier reinziehe, dann ist der von 4 umzingelt. Wenn ich ihn hier reinziehe. Das geht eigentlich sogar, ne? Weil er kann nicht richtig starke Truppen dahin bringen. Ist okay, können wir so machen. Ziehen wir uns jetzt Stück für Stück zurück. Unterstellen. Einen Schritt näher ran. Du gehst nach Athen. Und du bleibst definitiv da stehen, kriegst aber so. Ach, das wollte ich nicht. Definitiv dieses Upgrade. Okay. Fahren wir noch da, bitte. Das passt. Jetzt müssen wir ihn vielleicht mal einfach hier nach Modros bringen. Und da den einen oder anderen Ding hier vergeben. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo er hier hin kann. Er kann mit nach hier. Er kämpfte ihn hier.
Die nächste Überlegung wäre, den Bomber noch dahin zu bringen. Joa, ist okay. Du fährst wieder runter, aber du wirst da wahrscheinlich nichts finden, weil der einfach nicht mehr raidet. Wahrscheinlich will er einfach nicht die Punkte von seiner Marine dafür verwenden. Gehe ich jetzt von aus. Aber echt fies, dass der jetzt hier diesen Angriff fahren konnte und ich mich da nicht wehren konnte. Das ist echt interessant. So. So, du, wo waren das nochmal? Da ist er! Wieso mache ich keinen Schaden an ihm? Ich habe keine weiterentwickelten Flugzeuge Stufe 2, 3. Funktioniert das so vielleicht besser? Nee. Okay. Vorschlag, wir ziehen uns mit denen mal zurück. Die U-Boote raiden. Wir werden genau noch ein Stück. So, die Flugzeugträger sind wichtig. Ah, jetzt habe ich ihn ein bisschen mehr freigelassen. Der unten ist eh mehr gefährdet. Der wird sich eher von unten nähern, ne? Das ist hier. So passt das. Den Blob jetzt mal kurz nach hier bringen und die Flieger mal upgraden. Hiervon. Dann könnt ihr den hier eher bekämpfen. Und ihn hier vielleicht in Köln. Also in Köln habe ich was und Hamburg. Köln, Hamburg. Stift. Stift. Ein Papier, was ich nicht brauche. So, Köln, Hamburg. Passt. Die Flieger können wieder nicht fliegen. Dass der schon zweite Mal in Folge nicht fliegen kann, ne? Ich will mal ganz kurz was wissen. Luftschiff. Die U-Boot-Jagd verbessert das. Die ist doch schon bei 3. Aber der kann nur auf maximal 1. Okay. Schlecht. Gut, egal. Jetzt erstmal noch unsere Truppen hier ranführen. Ja, näher können wir da nicht ran. Dann können wir nachher mit ihm vielleicht dahinter abspringen. Oder so wird mal sehen. Der könnte jetzt eventuell so verrecken, das passt.
ihn hier. Jetzt ist die Frage, was machen wir, wenn wir ihn hier auf dieses Schienennetz bringen? Wir können ihn eh nicht außenrum fahren. Dann können wir eigentlich auch sagen, geh hier drauf und fahr ins Rote Meer. Weil wenn wir ins Rote Meer gefahren sind, können wir ihn eigentlich mehr hier verwenden. Ja, die Einheiten brauche ich hier gerade noch so, ne? 10, 8, 6. Ein Schritt näher ran, ne? Ach, da könnte ich in der nächsten Runde hier Trick 17 wieder machen. Transjordanien. Können wir endlich platzieren. Das sind die zwei. Ihn muss ich für da verwenden, alles klar. Schwere Artillerie, okay. Und ein Haku. Der muss auf jeden Fall erstmal verbessert werden. Erstmal einen Lebenspunkt. Die Idee, die ich gerade habe, entweder die Briten da jetzt komplett noch weiterhin buttern, aber ich glaube, da sind ja schon ein paar unterwegs. Aber ihn hier benutzen wir jetzt mal für die Geschichte, die wir mal gesagt haben. Obwohl, brauchen wir das? Da bin ich die ganze Zeit. Es kostet 33 MPP. Mich in der Wüste abzusetzen. Andererseits, wenn ich jetzt hier lande, braucht er MPP-Punkte, die er hierhin verschiebt, um das hier zu schützen. Ja, komm, wir machen's. Der kann nicht fahren. Was ist denn das für eine Scheiße? So dahin. Okay. Ihn bereiten wir jetzt einfach mal vor. Wir könnten eigentlich auch hier mit den Briten eine Landung durchführen, wenn wir jetzt demnächst noch ein paar Einheiten bekommen sollten. Also wir haben hier eine schwere Arti, das ist aber amerikanisch. Noch einen amerikanischen Panzer. So. Transport. Weg mit dir. Ich habe eine Verwendung für den. Der Befehlshaber 8 ist gar nicht mal schlecht. Wir haben aber halt keine kanadischen Truppen und ich werde keine kanadischen Truppen ausheben, solange ich noch vernünftige englische Truppen haben kann. Hierfür. Ich werde den hinterherziehen, dass der einfach Nachschub produziert. Aber dafür, das kostet der 50. Uiuiui. Egal. Langfristig spart er mir halt Truppen. Genau. Das passt für mich. Das passt für mich. Ich glaube mittlerweile, der ist nicht mehr hier. Wo ist die Sau? Egal, gut. Also. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen uns hinter diesen Fluss zurückziehen. Es macht einfach keinen Sinn, das nicht mehr zu tun. Okay. Also du wirst auf jeden Fall freigestellt. Du ziehst. Ich könnte den vernichten.
Also du brauchst erstmal Lebenspunkte sowieso. Andererseits, was hilft mir das, hinter diesen Fluss sich zurückzuziehen, wenn ich dann eh verrecke? Ja, das ist jetzt nicht so. Der sollte eigentlich wenig Nachschub haben, ne? Also du gehst jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal nach. Sieben! Acht Weicher Angriff. Verteidigung gegen Panzer 6 und 8 im Angriff. Ist ein schwerer Panzer. Der wird sterben, also den brauche ich gar nicht dahin platzieren. Wenn ich eine Einheit umbringen will, hilft mir das halt nicht, ne? Der will hier vorbei. Die Sache ist die, ich könnte diese Garnison töten. Ja. Hilft mir das hier weiter? Das sind die gefährlichen Einheiten. Die hier, die macht nichts. Ich könnte mich. Ah, die Straße hilft mir eh nicht mehr, ne? Obwohl, solange ich da stehe, schon. Ich muss mich aber eh nach hierhin zurückziehen. Verstehe. Also, du wirst auf jeden Fall noch unterstellt. Du kriegst noch das Upgrade. Okay, dann machen wir das mal so. Du gehst nach da, du gehst nach hier. Jetzt haben wir die Stadt relativ safe mit der Armee. Hinter einem Fluss in der Stadt. Das könnte reichen. So, du kriegst erstmal das. Das passt. Okay, das hilft mir nicht. Ich dachte eigentlich, dass ich den gut klatschen könnte. Wieso kann ich den nicht gut klatschen? Der ist im Wald. Ah, okay. Na gut, dann machen wir trotzdem das. Ah, ich kann ihn nicht verfolgen. Und du gehst mal so einen Schritt nach hinten. Hinter diesem Fluss. Andererseits. Gehst du da nicht hin? Nö, nö, du bleibst da stehen. Das war ein bisschen dumm, aber ist egal. Gut, dann, du kriegst erstmal Lebenspunkte. Das ist das Wichtige. Du kriegst Lebenspunkte. Und du bist jetzt richtig gefährlich. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich mit damit umgehen soll. Du kriegst erstmal Lebenspunkte. Das ist nur ein Chor, ich will eine Armee da haben. Aber hilft mein. Der hat eine Panzerverteidigung von 5. Und du? Von 5. Das ist es halt, weil der noch nicht komplett abgegradet ist, ne? Moment, wenn ich dich mit dir tausche. Ich will ihn upgraden. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Also, euch kann ich sowieso noch nicht das Upgrade geben. Euch kann ich auch nicht. Dir könnte ich dieses Upgrade geben. Dann würdest du sowieso stehen bleiben. Hilft mir das?
Hilft mir das, wenn ich es hier stehen lasse? Wenn ich jetzt hier so tausche, hilft mir das? Dann stehst du da. Ich grade dich ab. Dann ziehe ich den nach da zurück. Ich könnte mal gucken. Also ihn muss ich definitiv daraus ziehen, weil der Panzer, der ist da zu übel. Also, das geht nicht. Das geht nicht. Wir müssen die Versorgung von dem Panzer da irgendwie hier. Sieben, sechs. Okay, da gefällt mir eigentlich die sieben besser. Hier brauche ich theoretisch noch eine Garnison. Habe ich eine fertig? Habe ich. Kann ich holen, okay. Hinterher. Upgrade. Rückzug. So. Upgrade. Schade. Das reicht. Das mit unten, da muss ich echt noch so. Da weiß ich nicht, was ich tun soll, ne? Okay. Was? Nee, das reicht. Bisschen Punkte sparen. Okay. Komme ich nicht wirklich weiter? Dann noch schlechte Versorgung, okay. Okay, ja, war nicht gut. Zieh dich mal nach da zurück, um mal komplett fit zu werden. Brauche ich nicht. Oh, zwei. Das Problem ist, eigentlich müsste ich das aufgeben, aber ich will es nicht aufgeben, weil dann die komplette Stadt umzingelt wäre. Darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Der muss nach da. Der ist eigentlich.
Nicht nötig, aber ich behalte ihn mal kurz hier. Geh du mal nach da. So, jetzt haben wir eine Mega-Versorgung hier. Du stehst außerdem falsch, da müsste jemand anders stehen. Dahin bitte. So, gucke mal, bist nämlich hier auf der Straße wesentlich besser geeignet. Haben wir die Versorgung schon mal ein bisschen was verbessert? 6, 4. Der hat halt so eine übelst krasse Moral- und Kampfbereitschaft, ne? Ja, die brauchen wir hier. Okay. 2 oder 1? Schieß mal da drauf. Es hat nichts gebracht. Außer Verluste bei mir zu verursachen. Der muss dahin, weil der hat einfach eine bessere Verteidigung. Es hilft halt nicht, ne? Er sitzt im Sumpf. Also wir können jetzt hier auf den einprügeln, glaube ich. So ein bisschen zumindest. Was ist das? Fluss, Fluss. Aber wenn ich hier hingehe, kann ich nicht gut angreifen. Hier besser. Okay. Gegen ihn sollte das nicht funktionieren. Okay. Vielleicht ein bisschen voran. Könnte funktionieren, ja. Okay. Aber das da unten macht mir so Kopfschmerzen, ne? Das hier. Der ist im Arsch. Der ist tot. Ich hätte ihn nicht heilen dürfen. Zurückziehen wäre besser gewesen. Okay. Also, ihn will ich hier haben. Ihn will ich da haben. Ich habe aber nicht neue Armeen oder so, ne? Ich habe nur einen neuen Panzer. Okay, ich krieg jetzt schon nicht alle unter Kontrolle. Hier wäre aber eigentlich ein neuer Panzer noch zusätzlich gar nicht mal so verkehrt. Das wird böse für ihn. Hier, Arti. Ja, definitiv Artillerie. Und hier auch. Jo. So, jetzt ein paar Städte besetzen, die eventuell schwierig werden könnten. Die haben wir. Die wollte noch irgendwo durch da. Ja, ich glaube aber nicht. Also ich glaube, da wird er hingehen. Ich könnte jetzt nochmal versuchen, da reinzurennen, aber das wird nicht funktionieren. Wir müssen auf jeden Fall diese Stadt halten. Dann gibt es noch eine Stadt, die total wichtig ist. Okay, selbst wenn diese Verbindung gekappt werden würde, hier oder hier. Ja, das wäre echt doof. Aber ich würde behaupten, die hier ist wichtiger. So.
Also, ich darf maximal alle zweimal bewegen. Am besten nur einmal. Eins. Dann ist er hier. Ey, eins, zwei. Wobei, ihn kann ich einfach nach hier hinschieben. Ja, das geht. Das ist sogar die bessere Variante. Aber ich kann diese Stellung nicht unverteidigt lassen. Ich kann diese Stelle nicht unverteidigt lassen. Alter, woher soll ich die russischen Divisionen nehmen? Ich habe eigentlich gedacht, ich habe jetzt total viel schon wieder reinbekommen, aber... Am Arsch. Einfach am Arsch. Ja, der muss da sich noch festbeißen. Also er müsste eigentlich mit ihm tauschen. Das wäre eigentlich der perfekte Weg. Problem ist nur dabei, dass diese Position dann frei wäre. Ich glaube aber, das ist der einzige Weg, den ich habe. Und er ist nicht unterstellt. Wieso sind nur so wenig unterstellt hier? Er müsste nicht unterstellt sein. Er ist der Fehler in der Matrix. Oh, ist das ärgerlich. Okay. So, drei. Drei Punkte, ja, ist egal. Der Flieger kann gerne aufgefrischt werden. Er hier kann eh keinen Schaden machen. Ich könnte die Pack vielleicht eher hier gebrauchen, ne? Der wird verschoben. Wobei wir selber hier sehen, die Packs, die sind nicht da. Die sind zwar da, aber es juckt die einfach nicht, ne? Weil die Forschung vom Russen hier wird entweder zu spät angefangen haben, was aber früher schneller nicht möglich war. Oder zu langsam voranschreitet. Je nachdem, wie man es sieht, ne? Aber man muss auch sagen, wir haben ja jetzt erst zum Beispiel Infanteriewaffenstufe 3. Das ist ja meiner Meinung nach eigentlich viel zu spät. Also. War schon leicht grenzwertig, wie langsam das vorangetriggert ist. Bomber hilft uns. Nee, nee, nee. Erdwaffen irgendwo ja. Besonders hier gegen die, aber andererseits, der hat schon Luftabwehrstufe 2. Obwohl es 2 gegen Bomber. Als was willst du? Arti? Da. 2 gegen Arti, 2 gegen Bomber. Also gegen Arti und Bomber sind die eigentlich relativ anfällig. Aber jetzt noch auf Bomber zu gehen, das kann der Russe nicht stemmen, das ist einfach so. Ihn kann ich jetzt auch nicht zurückziehen, er muss das hier mithalten. Also kriegt er einen Lebenspunkt. Okay. Der Amerikaner. Schwere Bomber. Ja. Okay. Panzerabwehreinheiten halten gegen Bodeneinheiten plus 1 und Verteidigungswaffen gegen alle Bodeneinheiten, bla bla bla. Ah, okay. Das ist halt Quatsch. Wir bauen keine Panzerabwehr mit dem Amerikaner. Flugzeug weiterentwickeln. Bin ich voll dafür. Ich bin jetzt überlegen, entweder den doch noch hier zu lassen, weil wir haben Stufe 4 gebracht, oder ihn jetzt zu verlegen.
Jetzt haben wir Punkte, Möglichkeiten, das zu tun. Hilft uns das bei Tobruk? Das ist die Frage. Gegen Panzer 2. Das sollte gar nicht passieren. Ich war nur am Gucken. Ach komm, ist egal. Ja, jetzt kann ich das eh nicht mehr ausgeben. Obwohl ich hatte eh nicht ewig genug Punkte gehabt. Ja, können wir lieber eine Truppe holen. Komm, erstmal so holen, die können wir später upgraden. Dann ist sie schon mal auf dem Feld. Russische Truppen, ja gut. Die sowieso. Das ist interessant. Gegen Panzer 4. Ah, okay, die Armee war doch ein besseres Ziel. Weil gegen Hart sind die schwächer. Okay, dann haben wir das doch gut entschieden. Dann könnten wir in der nächsten Runde ihn versuchen zu bekämpfen. Von 3, 4. Wobei, da wird sich jetzt jemand hinstellen, ne? Diese Linie müssten wir abkappen. Weil hier hat er jetzt Probleme mit Versorgung. Natürlich kriegt er hiervon die Versorgung. Also eigentlich müssten wir hier versuchen durchzustoßen, ne? Brauche hier vielleicht, obwohl da habe ich die Stoßarmee hingebracht. Ja, diese zwei Grenzen sind noch so ein bisschen meine Sorgenkinder, ne? Ja, dann warten wir einfach noch eine Runde. Dann sollte die Moral einen Ticken runtergehen, ne? Andererseits. Au. Alter, der hat eine 50er Moral. Warum bin ich noch so viel schwächer? Ja, leck mich doch. So, Diplomatie. Amerika hat schon wieder nicht funktioniert. Alter, der hat eine 35%ige Chance. Eine Drittelchance. Jede Runde, dass da was passiert. Uns passiert aber nichts. Der denkt sich so, YOLO, nö. Ich bleib lieber beim Amerikaner. Beim Deutschen ist nicht schlimm. Kein Thema. Ich will nur kurz was wissen. MPP. Die Verluste sind einfach nicht hoch. Die Verluste sind einfach nicht so hoch. Und die russischen Verluste schon. Das ist scheiße.
So kann er den Krieg ewig führen, aber ich nicht. Ja gut, wenn wir Tobruk erobert haben, sollte es besser sein, aber... Ich glaube, ich habe vielleicht Thessaloniki ein bisschen zu früh aufgegeben. Andererseits, hier die Grenze zu ziehen, ist wesentlich leichter, als so eine Kackgrenze da zu haben. Ne? Was wir... So weit können wir ja fliegen. Tatsächlich, so weit haben wir... Das ist unsere Abwehr-Range, ja. So weit können wir fliegen. Wir könnten... Theoretisch... Gucken, ob Tirana noch verteidigt ist. Ne? Und wenn Tirana nicht verteidigt ist... Könnte man den Fallschirmjäger abwerfen. So viel gehe ich davon aus, dass der das verteidigt. Varna. Odessa. Selbst wenn wir hier landen nach Constanta, hilft uns das, glaube ich, nicht weiter. Das hier würde uns weiterhelfen. Obwohl, die hat den Hafen. Wir müssten eigentlich diese Gebiete wieder bekommen, um einfach mehr MPP wieder zu bekommen. Hier dieser südliche Teil, die Ukraine. Weil langsam sind wir schon so ziemlich am Ende mit dem Russen, ne? Die britische Moral sinkt auch. Amerika geht's noch gut, aber der Russe, dem geht's echt nicht gut. Gut, wenn wir das vernichtet haben, ist es ganz nett, aber... Das Problem ist einfach, dass er so unglaublich viele Truppen noch hat. Wir haben mit dem Russen alles auf dem Feld. Engländer ist eigentlich... Bis auf die hier, ne? Aber gut, den können wir jetzt nicht losschicken, den wollen wir losschicken. Ist eigentlich alles auf dem Feld. Das Problem ist, dass bei dieser Statistik auch noch die Seeeinheiten zählen. Und da haben wir den ja komplett vernichtet. Ne? Also seetechnisch ist er im Arsch. Wo ist eigentlich unsere die speziellen Ziele, ne? Nee, guck mal da. Ich würde gerne Rhodos und Nikosia mir holen. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied, weil es einfach nur eine sekundäre Versorgung ist. Hier, diese Landung, die juckt mich auch in den Fingern noch. Wir haben das wäre natürlich auch noch eine Idee. Hier rauf hüpfen, da brauche ich keine MPP ausgeben. Habe ich einen. Hier habe ich einen Fallschirmjäger. Andererseits, wir könnten mal gucken, wie die Häfen hier verteidigt sind. Und jetzt mal doch wirklich hier mal eine kleine Grenze einfach mal aufmachen. Es geht sich nicht darum, dass wir uns erfolgreich festsetzen. Es geht sich nur darum, dass er von der Ostfront Truppen verlegen muss nach hier und das dem MPP kostet. Ist egal, ob wir was vernichten. Hauptsache, es kostet MPP und es ist gefährlich für ihn. Ich glaube, das könnte man mal kurzfristig machen. Einfach hier zum Beispiel hier die sekundäre Versorgung. Das halte ich schon mal für einen sinnvollen Move. Oder Calais. Da
Havre eher weniger. Gut, Amerika. Taktischer Bomber. Mittlerer Bomber. Nächster Panzer. Das Problem ist, dass wir nur Panzerstufe 2 haben. Das ist echt richtig, richtig trashig, ne? Das ist einfach. Wenn er 4 hat, ich kann da ja auch nicht mehr rein investieren. Das ist. Ich habe zwar theoretisch die Möglichkeit, 2800 Punkte zu tacken, ich habe aber keine Punkte, die ich da reingeben kann. Das ist total. Also ich darf nicht. Das geht nicht darum, nicht können, sondern ich darf nicht. Und das andere brauche ich alles nicht. Die sind alle gleich stark, die Panzerabwehr. Aber das ist zu so teuer für eine einzige Einheit. Ich muss 500 Punkte plus nochmal 100 investieren für eine Einheit. Das sind 600 Punkte. Armeen wären auch nicht schlecht. Ah, komm, ich hole mal noch den hier. Nochmal zwei Panzer. Komm rüber. Und dann ist gut. Zur Not benutzen wir die, bringen die noch nach hier. Weil eigentlich hier haben wir jetzt genug. Ja, können wir eigentlich machen, genau. Die nächsten Einheiten. Weil ein Ranger, noch ein Befehlshaber. Ich könnte die nächsten Einheiten wirklich nach hier bringen. Dann brauche ich die gar nicht ausladen. Dann macht man hier eine Landung schon mal. Ja, weil dann könnte er hier eventuell auch nicht mehr so hart zuschlagen. Okay. Also der Gedanke wird, glaube ich, interessant. Ja, kommen Haufen Truppen. Gegen Panzer 6. Die Armeen können eigentlich die Panzer sogar relativ gut bekämpfen. Ich bräuchte da unten noch eine Armee. Dich. Du bist hier eigentlich total überflüssig. Ich krieg dich da nicht hin. Ja, müssen wir mal demnächst mal gucken, dass wir die hier runterbekommen. Der hier ist auf jeden Fall nicht überflüssig. Den brauche ich gegen den. Aber andererseits, hier, das sind die Korps. Ne, das sind Armeen, ne? Ach, wenn da noch so ein Mannequin steht, dann ist das eine Armee. Ja, okay. Mai, wir haben April. Nächste Runde kriegen wir auf jeden Fall nochmal welche.
Ja, geh endlich mal, geht das ein bisschen. Yamamoto wird aufgeschrieben, Aufstand im Warschauer Ghetto. Amphibische Kriegsführung ist nett. Spionage und Aufklärung ist nur nett. Also Schweden war jetzt eigentlich ganz nett, dass wir den jetzt darunter geprügelt bekommen haben. Hat leider für meinen Geschmack ein bisschen zu lang gedauert. Aber passt. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.